In der Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm steht eine interessante Geschichte zur Ewigkeit. Da geht es um einen Hirtenjungen und einen König. Der König lädt den Hirtenjungen ein, weil er bekannt dafür ist, dass er sehr weise Antworten gibt. Und er will von ihm drei Fragen wissen, drei Fragen ihn stellen, drei Antworten hören. Nur eine interessiert mich heute Morgen. Es geht nämlich um die Frage des Königs, wie lang dauert die Ewigkeit? Der Junge antwortet mit der Erzählung des Vögelchens, das Sie vielleicht schon kennen. Er sagt, es war einmal ein Vogel, der alle 100 Jahre mal an einen Berg flog und dort sein Schnäbelchen wetzte. Und als der Berg ganz verschwunden war vom Wetzen des Schnabels, war eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Das mag vielleicht interessant sein, wie lange die Ewigkeit dauert. Und vor Albert Einstein hat man auch gedacht, dass die Ewigkeit einfach eine Abfolge ist, wie wir das kennen, das hört einfach nicht mehr auf. Interessant ist aber, dass die Ewigkeit, so nach Albert Einstein, wenn man das dann zusammendenkt, ja, mit dem Raum zusammengehört. Raum und Zeit gehören zusammen, sagt Albert Einstein, überprüfen kann ich das nicht. Ich glaube das jetzt einfach mal, weil alle das so denken. Und wenn das so ist, dass Raum und Zeit zusammengehören, ist die Zeit geschaffen worden. Sie war nicht von Anfang an. Sie entstand mit unserem Universum. Das bedeutet, dass die Ewigkeit Gottes außerhalb von unserem Raum und Zeit ist und diese Geschichte mit dem Vögelchen zwar nett ist, aber falsch. Aber es gibt andere interessante Fragen zum Ewigkeitssonntag, die vielleicht persönlicher sind. Die Frage zum Beispiel, was passiert denn nach dem Tod? Was kommt denn eigentlich danach? Sie kennen vielleicht die Schauspielerin Iris Berben. Sie spielte den Film und dann steht einer auf und öffnete das Fenster. Da spielt sie eine krebskranke Frau, die auch in dem Film stirbt. Die Schauspielerin meinte in einem Interview zu diesem Film, dass der Tod sie eher wütend als ängstlich macht. Sie sagte: Mir geht es nicht darum, unsterblich und vor allem nicht forever young zu sein. Aber ich bin wahnsinnig neugierig, wie das Leben weitergeht. Es ärgert mich einfach, dass ich nicht mitkriege, wie es in 100 oder 500 oder 2000 Jahren aussieht. Das ist es, was mich am Tod so wütend macht. Ich habe keine Angst vor dem Tod, sondern eine Wut über den Tod. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hatte ich so noch nie gehört, dass jemand Böses auf den Tod, weil er nicht mitbekommt, wie die Zukunft weiterläuft. Das kann ich Iris Berben auch nicht sagen, wie die Menschheitsgeschichte weitergeht, wann Jesus wiederkommt, ob die Menschheit noch in 2000 Jahren existieren wird oder nicht. Keine Ahnung. Frau Berben jedenfalls glaubt, dass mit dem Tod alles aus ist, vorbei, wie viele Zeitgenossen auch. Ich möchte aber auf die Frage eingehen, was wir als Christen glauben, was kommt noch auf uns zu. Wenn wir die Offenbarung des Johannes durchlesen, hören wir ja manches, auch Jesus hat einiges dazu gesagt. Allerdings bin ich sehr, sehr vorsichtig darin, Berechnungen anzustellen, wie es andere gemacht haben. Auch schon Bengel, der bekannte Theologe aus Württemberg, hat es gemacht und hat sich wohl gewaltig verrechnet, denn es stimmte alles nicht. Ich möchte einen kurzen Abschnitt lesen aus der Offenbarung im 21. Kapitel, weil da so ein, ich sag jetzt mal, der schöne Teil kommt. Das vorher mit diesen Engeln, was da alles an Zerstörung dann sein wird und so, lassen wir mal weg, sondern konzentrieren uns auf die Offenbarung im 21. Kapitel, auf die Verse 1 bis 7. Dort darf Johannes sehen, ein Einblick in die Ewigkeit haben, die Gott ihm schenkt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thronherrn her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mach alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jemand hat mal gesagt, um zu verstehen, denjenigen verstehen, worum es geht, muss man sich dorthin stellen, wo er eigentlich stand, von der Zeitgeschichte, von dem Verständnis her. Wir müssen also, wenn es um die Offenbarung geht, uns dorthin stellen, wo Johannes denn stand. Der Apostel Johannes war in den letzten Jahrzehnten seines Lebens Bischof von Ephesus gewesen, der Leiter der Gemeinde in Ephesus. Es war eine üble Zeit. Der Kaiser Domitian, der sich als Gott verehrte, verfolgte die Gemeinde und ließ auch Johannes in Gefangen nehmen und auf die Insel Patmos verbannen. Ich habe gedacht, ich zeige Ihnen mal, wo die Insel Patmos ist. Das war sozusagen eine Sträflingskolonie gewesen. Vor 2000 Jahren sieht man hier, wie die Gemeinden Kleinasien auch heißen, die in der Offenbarung vorkommen. Und der Johannes hat dann am Tag des Herrn, also am Sonntag, eine Vision gehabt, eine Erscheinung gehabt und beschreibt sie dann im 10. Vers. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Was du siehst, eine Vision hat er gehabt und die hat er aufgeschrieben. Hat er sie vollkommen richtig aufgeschrieben? Ich hätte gern das Original, die Originalvision gehabt. Das wäre für uns leichter, aber das kann man ja nicht aufnehmen. Er hat ja keinen Kinofilm bekommen, sondern das, was er gesehen hat, hat er nach bestem Wissen und Gewissen versucht, in Worte zu fassen. Und das ist nicht sehr einfach. Er hat Dinge gesehen, für die er gar keine Sprache hatte. Und musste sie doch irgendwie weitergeben, weitersagen, dass Christus kommt wie eine geschmückte Braut. Also Bräutigam und wir, die geschmückte Braut sind. Es sind Bilder, die Emotionen auch weiter vermitteln wollen. Aber wie es dann tatsächlich sein wird, werden wir im Himmel dann sehen. Diese Sprachlosigkeit erleben wir in der ganzen Offenbarung des Johannes. Und das hat auch seinen Grund. Der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein hat den bekannten Satz gesagt: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wir erleben das ja zum Beispiel bei Kindern, die anfangen, die Welt zu entdecken und ihr Wortschatz, ihre Sprache weitet sich. Dann ist man immer wieder erstaunt, was für einen Begriff sie aufnehmen und wie sie den für sich verarbeiten, weil ihre Welt immer größer wird, ihr Sprachschatz nimmt zu. Man merkt es auch kulturell. In einer anderen Kultur gibt es manchmal Begriffe, die wir in unserer Kultur nicht haben. Deshet zum Beispiel im Hebräischen drückt aus, das frische Grün, was nach der langen Dürrezeit kommt, bevor der Regen einsetzt, dieses neue Grün, und das haben wir im Psalm 23, er führt mich auf frische Aue, das frischen Wasser zur grünen Aue. Das ist das neue Grün, was man intensiv erlebt in einem Land, wo es wenig Wasser gibt. Und deswegen hat man einen extra Begriff. Ich habe auch gehört, dass in anderen Sprachen ein Blau unterschieden wird, farblich, was wir beispielsweise nicht haben. Oder umgekehrt. In Tansania gibt es das Wort für Eis nicht. Und als uns
Bekannte besucht haben im Winter und mein Vater ging mit ihnen an den gefrorenen Fluss, haben sie gestaunt, dass Wasser so festfrieren kann, dass man sogar drauf stehen kann. Dafür haben sie keine Sprache, keinen Begriff, weil diese Erfahrung natürlich fehlt. Unsere Erfahrungswelt und unsere Sprache gehören zusammen. Und Johannes ist jetzt in einer anderen Welt. Er sieht etwas, was völlig anders ist. Und er hat dafür keine Begriffe. Man kann deswegen auch den Satz von Wittgenstein umdrehen. Die Grenzen meiner Welt sind auch die Grenzen meiner Sprache. Und wie sage ich das jetzt, wenn ich begrenzt bin in meiner Sprache? Er schreibt Bilder. Es kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde, sagt er. Und diese Bilder, die wir jetzt hören, die müssen wir dann auch als Bilder hören. Sie sind nicht O-Ton im Sinne von genauso identisch ist das. Er hat also keine Kopie gemacht, sondern hat versucht, es in Sprache zu setzen, was er gesehen hat. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Wir haben es vorhin gehört. Das Bild von der geschmückten Braut für ihren Mann, die Wohnung, die Gott hat bei den Menschen, die Tränen, die er abwischen wird. Man hat sich den Himmel oft vorgestellt, man sieht es in Gemälden, in Kirchen mit Wolken, Hafen, Flügel, Heiligenschein und was da so alles war. Wir kennen solche Fresken in Kirchen. Und wenn man solche Bilder sieht, dann denkt man, naja, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Jedenfalls kommt keine große Freude auf. Andere sagen wiederum, wenn wir kein Bild haben von dem, was kommt, und es bleibt für uns abstrakt, können wir uns auch nicht drauf freuen. Freuen können wir uns nur auf konkrete Ereignisse. Was kommt auf uns zu? Mein erster Punkt ist, wir werden Gott sehen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Volk sein. Wir haben uns das vorzustellen, Gott wird da sein, nicht nur im Glauben, sondern auch im Schauen. Und wir wissen, dass Gott mächtig ist, dass er heilig ist und eine ungeheure Liebe ausstrahlt. Nun, meine Sprache dafür ist begrenzt und meine Vorstellung ist dafür begrenzt. Aber ich glaube, das wird das Ereignis sein im Himmel überhaupt, Gott zu sehen. Und dann zu begreifen, was wir hier auf Erden hatten. Dann heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen. Manche sagen, Gott wird ein großes Taschentuch nehmen. Andere sagen, hygienische Vorstellungen schlecht, ein großes Taschentuch, lieber mehrere für alle. Also stellt man sich vor, wie man will. Es ist ein Bild, dass es aufhört, das Weinen, das Leiden, die Bilder, die wir zurzeit sehen müssen über Krieg, über Hass, das wird aufhören, das wird nicht mehr sein. Und das, was wir erlitten haben, das wird zu Ende sein, es ist ein Schnitt. Deswegen heißt es auch, Tod und Leid sind beendet, es wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das sind alles negative Formulierungen, da wird nicht positiv gesagt, wie es sein könnte. Ja, es ist schwierig halt. Johannes sah, das ist überall, das ist weg, das Leid. Es gibt keine Krankenhäuser, es gibt keine Gefängnisse, es gibt auch kein Finanzamt. Also es ist ein Leben, wo Sünde nicht mehr vorkommt und Leid nicht mehr vorkommt. Und Gott wird auf unsere Fragen antworten. Das steht jetzt nicht im Text. Aber wenn er unter uns wohnt, wir mit ihm reden können, dann bin ich davon überzeugt, dass wir all die Fragen, die uns hier bewegen und uns bedrücken, dass wir sie dort aufheben können und ihn fragen. Und er wird uns Antworten geben. Dann werden wir Zusammenhänge sehen können, die wir hier gar nicht erkennen können. Und worauf wir uns auch freuen dürfen, ist, dass wir anderen Menschen begegnen werden, die in Christus entschlafen sind. Menschen, die uns hier vertraut sind, von denen wir Abschied nehmen mussten, deren wir auch am Ewigkeitssonntag gedenken, die uns vorausgegangen sind, werden wir wiedersehen. Welch eine Freude wird das sein, sie in die Arme zu schließen und sich zu freuen, sie wiederzusehen und miteinander zu reden und sich zu freuen, dass wir einander haben dürfen.
aber nicht nur bekannte Personen. Wir werden im Himmel auch viele unbekannte Personen treffen. Kennen Sie alle Christen in Mannheim? Im Himmel werden wir sie sehen. Ach, du kommst aus Mannheim. Ja, da war ich auch. Schön, haben wir was zu unterhalten. Aber nicht nur hier, sondern aus allen Ländern. Welch bunte Schar wird da oben sein. Und wenn wir einander sehen, werden wir wissen, wie wir heißen. Und wir werden uns unterhalten können, was wir erlebt und erfahren haben. Aber es gibt auch Personen, die wir von der Bibel her kennen. Den Abraham, den David oder Paulus, Petrus, Johannes der Täufer, wen auch immer. Und dann können wir in seine Wohnung gehen und uns beim Tee, Kaffee oder was auch immer es dort gibt, unterhalten, was sein wird. Und dann heißt es von Jesus jedenfalls in Johannes 14, dass wir Wohnungen haben werden. In meines Vaters Haus, sagt Jesus zu seinen Jüngern, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir bekommen Wohnungen. Das werden keine Mietswohnungen sein. Das werden Wohnungen sein, wo wir uns sauwohl fühlen. Wo wir sagen, ja, genau mein Geschmack getroffen. Das ist die Wohnung, die ich mir immer erträumt, aber nie leisten konnte. Die werden sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, dass Gott unseren Geschmack sehr gut kennt und dass er das vorbereitet und wir uns darauf freuen. Ob es eine Klingel gibt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Türen nicht abgeschlossen sind, denn keiner wird kommen und stehlen. Vor keinem müssen wir Angst haben. Wir dürfen einander besuchen. Wir werden Wohnungen haben, eine Heimat haben. Und dann erzählt Johannes von der goldenen Stadt. Bilder, die wir nicht anders darstellen können als eine wunderbare Gegend, wo sich das Herz erfreut, wo alles Licht durchflutet ist, aber es gibt keine Nacht mehr. Was ich erstaunlich finde an dem neuen Jerusalem ist, dass es noch Stadttore gibt, 12 an der Zahl, wie wunderbare Perlen gemacht. Stadttore brauchte man ja früher, um Feinde abzuhalten. Wir haben ja hier keine Stadtmauern mehr und keine Stadttore mehr. Vielleicht konnten die Leute sich nicht eine Stadt vorstellen, in der es keine Mauern mehr gab. Die fühlten sich dann ängstlich oder wie auch immer. Ich bin mal sehr gespannt, wie das mit Jerusalem dann sein wird. Hat es Stadtmauern oder keine Stadtmauern? Ich glaube, ich bin mit allem einverstanden, was ich dort sehen werde. Aber ich bin gespannt, ob das hier dieses Bild war und wie es dann sein wird. Und wir werden mit den Engeln in das Lob Gottes einstimmen. Und die Engel werden Gott ehren für das, was er getan hat, was wir viele gar nicht sehen. Ihm die Ehre geben für seine Werke. Der Eintritt zur neuen Welt ist frei, weil er schon bezahlt worden ist. Wer sich aber auf seine Verdienste verlassen will, auf seine Werke verlassen will, der wird Schwierigkeiten haben, in diese Stadt zu gelangen. Der Ewigkeitssonntag wiederholt sich jedes Jahr. Es kommen keine neuen Informationen. Sie haben sicherlich schon viele Ewigkeitssonntage besucht. Der Ewigkeitssonntag will uns erinnern. Er will uns vergewissern. Er will uns sagen, freu dich auf das, was kommt. Das Schönste kommt noch. Gerade wenn wir in unseren Tagen viel Leid sehen, die schrecklichen Bilder der Nachrichten, gerade wenn das eigene Leben sich dem Herbst neigt, gerade dann brauchen wir Hoffnung, die Hoffnung, die Gott uns durch sein Wort schenkt, Hoffnung der Auferstehung Jesu und die Auferweckung von den Toten zu einem Leben in einer herrlichen Gemeinschaft. Ja, wir werden uns dort wiedersehen und ich werde Sie daran erinnern, an den heutigen Tag. Amen.